herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Yoshi's Crafted World. All mit seinen heißt das nächste Level, was wir jetzt spielen, und ich habe endlich wieder meinen Pro-Controller. Hab den endlich aufgeladen. Hashtag, ich bin nicht faul. Yay. Ja, also ich Applaus dafür, dass ich es jetzt endlich geschafft habe, meinen Pro-Controller zu laden. Das ist so eine krasse Hausnummer, ne? Das hofft nicht jeder. So. Also, hier gibt's Seile. Ah, okay, das heißt. Das erinnert mich an diese Flying Fox-Dinger. Ich weiß nicht, Leute. Kennt ihr Kletterparks? Ich finde, das ist eigentlich mal ein geiles Thema für diesen Part hier, weil hier muss man es überall ranhängen. Das erinnert mich vor allem an Kletterpark. Bestimmt wart ihr schon mal im so einem Kletterpark oder so. Und bei uns gibt es einen in der Nähe von der Schule. Ah, was ist denn das hier? Und da gehen wir irgendwie gefühlt jedes Schuljahr ein, zwei Mal hin. Also das Problem, ich bin nicht der größte Fan von Klettergärten tatsächlich. Weil ich ein bisschen so Höhenangst habe. Ich weiß nicht, wie seht ihr aus, Leute? Mögt ihr einen Klettergarten oder seid ihr eher kein so Fan von Klettergarten? Oder habt ihr überhaupt was an der Nähe? Was habt ihr bei euch nicht mal in der Nähe? Schreibt das gerne mal in Live-Set. Was soll man denn hier eigentlich machen? Ja, und dann gehen die mit neuen Dingern wieder runter. Ich verstehe es nicht. Weil an die Gegner hier kann man ja nicht drankommen, weil das wäre ja. Ach so, ich dachte, man könnte sich da irgendwie vielleicht dranhangeln oder so, aber offensichtlich ist. Geht das nicht. Muss man nicht verstehen, aber okay. So, hier kann man es ja wieder dranhangeln, ne? Und das führt uns hier nach oben, aber wo wir ganz bestimmt die erste Blume haben werden. Wunderbar, haben wir die auch gleich eingesammelt. Was haben wir hier? Münzen. Auch noch rote Münzen. Die sind sehr wichtig. So, let's take the Münzen and be happy. Muss mir nicht umbleiben? Nee, müssen wir nicht, oder? Doch, hä? Warte mal. Ich glaube, der ging so oder so weiter. Kann das sein? Aha, muss man nach rückwärts so fliegen. Und auf die Idee muss man halt auch erstmal kommen. Ah, okay, läuft. Ja, out. Bis auf ein paar Fels läuft es doch soweit. Wunderbar. Jetzt muss man hier von. Nein. Come on. Yeah. There we are. Uff. Aber da ist es, glaube ich, wenn man hier E-Flügel hat wie wir, ist das da sind viel entspannter zum Glück. Ja, Kletterpark, ne? Diese Dinger hier, nämlich total diese Flying Fox-Dinger hier, genau die hier meine ich, ne? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da hängt ihr euch dann quasi so dran. Und also generell ist es so, wenn ich mal im Kletterpark war, das weiß ich nicht, da bekommt ihr immer so erst eine Einführung. Da bekommt ihr ja so einen Haken. Also erstmal so ein Gurt, den man es anlegen muss, weil so Karabinerhaken dran sind. Und die bringen halt dazu, dass man nicht runterfällt. Und das funktioniert ja auch. Und muss ja auch so sein. Und alles drum und dran. Und auf jeden Fall kann man zum Teil, gibt es dann so Passagen, wo einfach nur so ein riesen langes Schnur ist, wo man dann durch die Gegend fliegt quasi. Dieses nennt man Flying Fox. So heißt dieser Spaß. Und das erinnert mich total auch hier an die Dinger. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Flying Fox Geräte vom Kletterpark, aber mein Kletterpark gibt es da fast überall. Gefühlt. Ah! Hilfe! Was ist denn hier los? So, hier gibt es aber nicht mehr, oder wie? Also wir fliegen hier hoch. Dann ist es sonst nicht mehr was. Ah, aber hier geht's weiter. Also das Stelle finde ich cool, einfallsreich. Und hier war jetzt sehr viel los. Dass man hier wirklich so hoch fliegt. Fliegen kann. Ja, das haben die mich natürlich erwischt.
Ich hoffe mal, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin, denn... Ganz genau hier geht's weiter. Wunderbar. Yay, wieder nächsten Checkpoint erreicht. Zippidi-dubidi. Yo, das Level gefällt mir. Ja, Leute, was ist eure... Hallo? Ich wollte hier ganz gerne die Rest dran, aber okay. Eure Meinung zu Kletterpark? Gerne ab in die... Comments. Achso, erst ja, ist der Boden. Ich dachte, der wäre nix. Ich dachte mir, what the fuck, wieso werden die Eier, aber okay. Yay. Ah. Uff. Ah, das ist gut. Das heißt, hier kommt man dann hier an das Ding hier dran. Was mir, aber habe ich jetzt nämlich gerade schon gefragt, wie man denn da eigentlich dran kommen soll. Aber hoffentlich ist es so. Hat dann also verstanden. Halt, stopp. Bevor wir das machen, machen wir nochmal das Ding hier down. Und geiern uns noch ein paar geile Leben. Uff. Hier fliegt da einiges runter. Lol, das sind so Kronkorken, so Bierkorken-Dinger, wo man da drauf springt, ne? Ich fällt mir jetzt erst auf. Fuck. Wo hält sie jetzt die... Ah, da oben, oder? Ja, die sind immer so versteckt, die Blumen. Wenn man auch hinschaut, findet man ja irgendwann. Yay. Wie wir jetzt hier in dem Fall. Oh Gott, jetzt geht's hier nochmal ab. Ich wette, hier gibt es irgendwo die letzte Blume dran. Ja. Nein, nein, ah, komm. Nee. Ey, das tickert mich. Jetzt hätte ich es einmal alle haben können. Jetzt habe ich bis auf eine alle Blumen. Ah, jetzt geht ein Tögerring wie. Und zwar ganz gewaltig. Schuh. Ja, also ich glaube, das funktioniert eigentlich jetzt nur ganz gut mit denen immer wieder so kleine Anekdoten beibringen. Bin ich ganz zufrieden mit. Wird auch gleich vielleicht so eine andere Sache als pressen, so, weil wir haben ja noch Zeit in dem Part. Ja, und dann wieso nicht. Aber schauen wir mal, was hier als nächstes kommt. Erstmal einen Automaten. Schauen wir doch mal, was wir so cooles finden. Ich bin gespannt. Was für ein Kostüm wir jetzt bekommen werden. Blaue Wolle. Cool. Kann man es dann irgendwann anziehen? So. Hier geht's in die nächste Welt, oder wie? 10 Grinseblumen, ja, natürlich. Hier ist ein Leistes für uns hier. Danke, es geht mir schon viel besser. Ja, das ist doch schön. Das ist gut. Das wollen wir doch auch. So. Ui. Was ist denn hier los? Geisterhaus. Hier ist das Spooky Spooky in the Hood. Okay, Spinnrad, Spinnerei. Hier im Geisterlisten geht es dann aber erst im nächsten Part weiter. Weil es jetzt einfach gerade Sinn macht. Dann war es doch in dem Part. Weil damit fangen wir dann erst im nächsten Part an. Nächsten Episode. Macht ja auch Sinn irgendwie. Behaupte es zumindest. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich beim Zuschauen von dem Part.
von Let's Play Yoshi's Crafted World. Im nächsten Part geht's weiter, liebe Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao.